Und damit sage ich euch einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft. Mit dabei ist der liebe Pandabagi. Guten Tag. Eine wunderschöne Hausbau auch gerade schon mit dran ist. Und ja, wir werden weiter für Bagi natürlich mit Holz sammeln, weil wir brauchen wirklich Holz. Wir brauchen einfach Holz. Alles andere ist nie gestartet. So, ich werde die großen Fichten hier wegrupsen. Weil wir brauchen zum einen Holz für unser Truhenlager, wir brauchen Holz für Bagi. Und deswegen kann ich gleich mal ein bisschen Holz sammeln. Ich darf bloß nicht sehen, dass die Axt hier kaputt geht, unsere Diamant-Axt. So. Na gut. Das Fichtenholz sieht richtig lecker aus. Bagis Lieblingsholz, ja. Stimmt's, Bagi? So. Und ich hoffe euch allen auf. Ich hoffe euch allen geht's soweit bestens. Mir persönlich geht's gut. Bagi, geht's dir auch noch gut? Ja. So. Ja, gut. So. Bagi, wenn du Holz brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ich brauche. Dann bitte einmal hinter zur zum Fichtenwald kommen. Wenn du da bist. Ich bin da, such dich aber. Ich bin bei den ganz Großen. Hat gesehen. Ach, hallo. Oh, Bagi. Och Mann, ey. Warum kriege ich jetzt so ein Lachfleisch? Bitteschön, Bagi. Dankeschön, lieber Panda. Bitteschön, Panda. Oh, ja, danke. So. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Haus so groß wird. Das ist eine Riesenputze. Fast so groß, wie das Stadion irgendwann mal sein wird. Nee, Stadion wäre doppelt bis dreifach so groß. Ja. Aber weißt du, welche Aufgabe du demnächst mal haben kannst, wenn du mit deinen ganzen Aufgaben mal fertig bist? Ja. Die haben gar kein Ende. Hä? Die haben gar kein Ende. Was? Meine Aufgaben. Nee, aber ich meine jetzt, wenn du mit Videosüberschriften ja mal fertig bist, könntest du ja mal dir das Stadion mal angucken. Und könntest es ja mal berechnen. Weil wir wollen das ja in den Maßen 1 zu 2 haben. Ich muss ja bedenken. Ein Block ist quasi ein Meter. Oder eher ein halber Meter. Ich hatte auch schon überlegt, wie man das am besten machen kann. Aber es muss ja auch mit der Dresden-Schrift dann wieder hinhauen, weißt du?
Haben wir eigentlich genug Knochenmehl? Die Beinstecken habe ich gemacht. Musst du in der Kiste nachschauen. Mit Erde. Die oberste muss es sein. Haben wir bald hier den ganzen Fichtenwald auch mal weggeholzt. Sehr gut. Fichtensaatlinge haben wir ja genug jetzt da. Das schon wieder nach. Ja. Ist das immer zur ungünstigsten Zeit Nacht werden? Aua. Komme sofort, Bargi. So, ich lege mich mal ins Bett. Ich liege auch. Sehr gut. So. Und hast schon ein ganzes Holz verballert? Nee. Aber ich bring dir mal Neues schon, okay? Weil ich heute mal so freundlich zu dir bin. Tust dir aber nur hier vorne in die Truhe mit rein, okay? Vier Stacks sind's gleich nochmal. So schnell bin ich. Sehr schön. Wahnsinn. So, aber Leute, wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge hier zu Let's Play Minecraft. Wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich gerne über deine positive Bewertung hier auch freuen. Und morgen geht es dann frisch und munter hier weiter in einer weiteren Folge auch. Und ich wundere, aber das ist jetzt auch egal. Bis dahin sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Leute, und tschüssikowski.